ihr Lieben, ich bin hier mit der lieben Doris und auf ihrem Kanal haben wir schon super leckere Proteinpralinen gemacht. Die gehen richtig einfach und ich habe mir gedacht, die kann man doch super verschenken und deswegen machen wir einfach eine kleine Geschenkverpackung dazu. Wir nehmen Transparentpapier, man kann aber auch farbiges Papier nehmen und wir brauchen einmal eins in einer Größe quasi, also das ist jetzt 21 x 21 cm groß und eine zweite Größe, die ist 20 x 20 cm groß. Damit man nämlich später die Praline auch hier so schön in die Box legen kann. Das ist ja schöner. Zack. Also so passt es dann ganz gut. Und ich habe noch mitgebracht Masking Tape. Damit kann man irgendwie die Box auch noch schön verzieren oder eben mit Bändern einfach. Als erstes kannst du das Blatt Papier einmal in der Hälfte halbieren. Also einmal in die Richtung, dann wieder aufklappen und in die andere Richtung genau das gleiche nochmal. Und hier schön darauf achten, dass wirklich die Kanten aufeinander stimmen. Das ist beim Origami immer sehr wichtig, dass man hier gut vorfalzt. Dann haben wir hier unsere Hilfslinien und jetzt werden die Ecken einmal zur Mitte geklappt. Also alle vier Ecken reinklappen. Und wenn die Ecken jetzt alle nach innen gefaltet sind, können wir entscheiden, ob wir entweder eine größere Schachtel machen wollen oder eben so eine kleinere Schachtel, die dann ein bisschen höher ist von den Wänden. Und für die große Schachtel, also diese Schachtel, können wir das Ganze einfach von einer Seite aus halbieren, also zur Mitte knicken. Also erst die eine Seite und dann die gegenüberliegende Seite genauso. Jetzt das Ganze wieder aufklappen und diese kleinen Ecken müssen wieder nach innen. Und von der Seite auch nochmal das Gleiche, also hier zur Mitte klappen. Und auf der anderen Seite auch. Jetzt wird das Ganze wieder aufgefaltet. Erstmal bis hierhin. Und hier sieht man sozusagen schon, also das wird der Innenraum der Schachtel und das wird sozusagen die Wandhöhe. Und jetzt falten wir nochmal diese Ecken aus. Also nur mal die zwei Seiten. Und jetzt wird im Grunde schon die Wandhöhe gefaltet und zwar einfach die Seitenwände hoch. Und hier sieht man schon so diesen kleinen Falz, der muss hier einfach ran und nach außen gekippt werden. Also hier nochmal vorfalzen, mit dem transparenten Papier ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Und hier diese Ecke falten, damit die Außenwand stehen bleibt. Und das einmal auf dieser Seite. Hier muss auch runtergefaltet werden. Und auf der Seite genauso. Also die Wand hoch und dann wieder nach außen klappen. Und gut vorfalzen. Und dann sieht man schon, hier sind die Wände sozusagen nach oben geklappt und das wird dann nur so reingeschlagen. Aber damit es ein bisschen einfacher geht, falten wir auch die andere Seite erstmal. So, hier nach innen. Die Ecke wieder nach außen klappen und die Diagonale falzen. Und hier auch wieder diese Innenseite. Und die wieder auf den äußeren Punkt und die Diagonale falzen. Und jetzt braucht das eigentlich nur noch innen geschlagen werden. Und so sieht dann die fertige Schachtel aus. Also davon brauchen wir jetzt nur noch die Oberseite und dann kann man es so zusammen ineinander stecken. Für die etwas höhere Variante, also diese Würfelvariante, wird das Ganze nicht halbiert, also nicht bis zur Mitte geschlagen, sondern gedrittelt. Und dann
bekommt man diese höheren Außenwände hin. Könnt ihr euch einfach hier an dem Rand das Ganze ausmessen und dritteln und dann wird es bis zu dem Drittel gefaltet. Also einmal hier hoch. Dort hatte ich mir eine kleine Markierung gemacht. Und dann das Ganze einmal umdrehen und bis an die Linie ranfalten. Und wenn ihr diese Linie faltet, dann einfach ja, bis zu diesen Kreuzungspunkten hochfalten. Da muss man nicht extra nochmal messen. Und dann seht ihr schon, das ist unsere Grundfläche und das sind die Außenwände. Und dann habt ihr so eine Box. Wenn man das zu Hause hat, kann man auch super noch so dieses Pralinenpapier nehmen und die Praline dort reinsetzen. Soll ich halten? Ich bin ganz drauf. Oh, das ist schön geworden. Das kannst du jetzt verschenken, wenn du magst. Super, coole Idee. Und wie ihr die Pralinen macht, seht ihr auf ihrem Kanal. Das Video verlinke ich euch hier irgendwo. Und ihr solltet es unbedingt mal ausprobieren, weil die sind gesund und lecker. Ansonsten sehen wir uns auf Ihrem Kanal wieder und im nächsten Video. Und bis dahin bleibt mir kreativ, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.